Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wartet mal, ich glaub's. Nein. Ich habe gerade gedacht, ich hätte ein Loch im T-Shirt. Da geht's auf die Suche nach einem Loch im T-Shirt. Ja, aber ich suche nicht nur ein Loch im T-Shirt, das gar nicht da ist, sondern ich suche auch noch andere Dinge. Boah. Bin ich gut in Überleitungen oder bin ich gut in Überleitungen? Hä, Mama? Ja, ich habe ein kleines Problem mal wieder, weil ja, die Welt ist irgendwie voller Probleme, aber zum Glück sind meine meistens eher klein. Wie heißt der Satz immer? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Bei mir ist es irgendwie so, großes Kind mit mittelgroßen Sorgen. Ja, auf jeden Fall habe ich folgendes Problem. Ich suche einen Lautsprecher für meinen PC, weil, und das haben meine Eltern und ich selbst nicht glauben können, der PC hat leider keinen Lautsprecher, also der PC hat keinen Lautsprecher im Bildschirm oder auch so nicht. Hat uns irgendwie überrascht. Nein, hat er nicht. Ich habe gerade überlegt, für ein paar Sekunden, ob es sein könnte, dass im PC der Lautsprecher eingebaut wurde. Die Idee ist mir gerade noch gerade gekommen, aber dann habe ich gedacht, nö, ist nicht so. Okay. Nee, ist so nicht. Habe ich gerade überlegen müssen. Deswegen hatte ich gerade einen Hänger im Video, wo ich so, ich hatte gerade einen Hirnfreeze. Ja. Auf jeden Fall, was suche ich? Ich suche einen Lautsprecher, der am besten eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ja. Also, wichtigste Voraussetzung, er sollte nicht allzu teuer sein. Und er sollte nicht zu groß sein. Es darf nicht der Logitech-Lautsprecher sein. Er sollte über ein Klinkenkabel, das sind diese Kabel, die man früher immer in die Walkmans und überall reingesteckt hat, funktionieren, weil leider Gottes hat der PC bloß Klinke auf Klinke. Wirklich. Ja, aber so ist es eben. Und ja, er sollte nicht zu groß sein. Mir wäre es lieber, wenn er groß, wenn es ein einziges Teil ist, dann kann er auch groß sein, aber nicht in vielen kleinen Teilen, wo man dann 1000 Kabel ziehen muss und so. Er sollte nicht anstrengend sein und er sollte am besten noch kochen, abwaschen und unter Hase bespaßen können. Nein, das sollte er nicht. Aber jetzt langsam merke ich, dass ich noch was suche, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Und was mir aber das Wichtigste ist, einfach so ist auch, ich möchte nicht die ganze Zeit in Strahlung sitzen. Weil heutzutage gibt es so viele Bluetooth-Lautsprecher. Praktisch jeder Lautsprecher, den ich bis jetzt gesucht habe, hatte auch die Funktion, kann ja auch über Bluetooth. Wo ich mir dann gedacht habe, das ist ja schön und gut, aber ist dann das Bluetooth nicht auch die ganze Zeit an und wurde dann nicht die ganze Zeit verstrahlt und ja, darauf hatte ich irgendwie keine Lust. Klar, ich habe eine Bluetooth-Maus, eine Bluetooth-Tastatur, aber ich habe prinzipiell, handhab ich so, dass ich die immer, wenn sie jetzt gerade nicht aktiv benutzt werden, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas angucke, ein Video auf YouTube oder so, dass ich die ausmache. Einfach nur, damit die Strahlung nicht die ganze Zeit aktiv ist, weil ich einfach davon dann nach einer gewissen Zeit auch Kopfschmerzen kriege. Ich finde so, vom Elektrosmog kriegt man die fiesesten Kopfschmerzen und die halten dann auch ewiglich an, so gefühlt. Und dann muss man nur noch ins Bett gehen, wo gerade eine fette Spinne dahinter hockt. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin gerade nicht optimistisch, oder? Ich krieg gerade voll die Minuspunkte für Optimismus. Ja, aber so sieht es eben gerade aus. Und das Ding ist, ich habe ja schon ein paar Lautsprecher, die ich so interessant gefunden hätte, klar. Aber das Ding ist, oft wenn du die dir anschaust im Internet, stehen da nicht mal im Ansatz die Daten drin, die mich interessieren. Und dann, wenn du es in den Laden gehst, kriegst du dann meistens nur die Antwort, ich kann ja mal im Computer gucken. Wo ich mir dann auch denke, das könnte ich auch selber. Und es hilft einfach dann auch nichts. Und ja. Jetzt hoffe ich auf jeden Fall gerade, dass ihr vielleicht mir Tipps habt. Was sind gute PC-Lautsprecher? Wenn ihr noch welche habt hier, wenn ihr noch welche habt, welche habt ihr? Weil es sollte eben etwas sein, was nicht quietscht, nicht irgendwie die komischen Geräusche macht, wo einfach ein Lautsprecher ist, womit ich meine Sachen anhören kann. Damit ich nicht mehr die ganze Zeit einen Kopfhörer auf dem Kopf haben muss, weil wie ich schon am
Mittwoch gesagt habe, kriege ich davon Kopfschmerzen, mir wird schwindelig und auch ein bisschen übel. Und ich habe immer noch so dieses, ich habe immer noch so dieses Höhendruckgefühl im Ohr. Ganz komisch. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr mir Tipps habt oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com oder eben eine Nachricht auf Twitter oder Facebook. Ich habe gerade voll die Handzeichen verwechselt. Es ist bei uns ein bisschen spät, weil wir haben jetzt gerade Donnerstag auf Freitag und ich bin echt müde. Tut mir leid. Also, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt ins Bett gehen zu der fetten Spinne. Furchtbar. Aber die kriegt immer das Bett. Die kriegt da drunter und die kriege ich nicht. Das ist ganz gemein. Jetzt räuchere ich sie gerade mit Lavendel und Eukalyptus aus. Drückt mir die Daumen. Naja, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.